Expedition Harz, Teil 11. Das wird heute in dieser Reihe der vorerst letzte Teil von Wandern im Harz sozusagen. Heute befinden wir uns in Neustadt am Harz, Gemeinde Harztor im südlichen Harz, ja, in der Nähe von Nordhausen bzw. Ilfeld gelegen. Das Highlight ist hier die Burgruine Hohenstein und da wollen wir hochlaufen. Haben hier mal so eine Tafel. Hier ist übrigens Nordhausen, damit man mal ungefähr weiß, wo man sich hier befindet. Und hier ist der Luftkurort Neustadt. Und Ziel der Wanderung, die ist heute noch nicht so üppig, geht es dann zur Burgruine Hohenstein hoch. Wer natürlich noch mehr für Wandern Lust hat, der kann gerne auch auf den Poppenberg hochlaufen. Ich weiß aber nicht, ob dort Gastronomie ist. Ein Aussichtsturm ist da oben auch. Noch mal so 3 Kilometer in nördliche Richtung, ja. Ja. Ja, hier noch mal eine Übersicht, noch mal, die Sonne ein bisschen blendet. Hier der Gondelteich. Da wollen wir auch langlaufen. Und dann so in nördliche Richtung weiter an der Burg. Tja, und interessant, das gehört auch zum Wanderweg. Südharzer Dampflocksteig. Immerhin 1,7 Kilometer, ganz faul sind wir dann auch nicht. Ja, und da schaut die Burgruine Hohenstein schon so ein bisschen vor. Dann weiß man schon mal, wo es lang geht. Tja, gehen Sie durch dieses Tor, den historischen Ortskern. Und dort hinten sieht man sie wieder, die Burgruine. Das Stadttor aus dem 15. Jahrhundert. Hier kann man auch eine Heimatstube besichtigen. Ja, ja, hier nochmal die wichtigsten Sachen, also die man hier auf der Wanderung hier planen kann. Ja. So, jetzt setze ich mich hier hin und fange irgendwelche Lügengeschichten an zu erzählen, ja. Das ist die Lügenbank. Naja. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt erzählen soll. Der Orts- oder Stadtkern von Neustadt. Oh, jetzt wird es ja noch richtig interessant hier. Also hier lohnt es sich ja wirklich schon mal so ein bisschen hier über den Ort zu berichten. Ratskeller und Hotel. Die Kirche ist klar, brauche ich nicht nochmal dokumentieren. Richtiges, typisches mittelalterliches Flair hier mit Fachwerkbauten ohne Ende. Tja, und Neustadt hat auch einen Roland. Hier thront er von 1730. Hier kann man sich übrigens einscannen und sich noch mehr Informationen holen. Hier mal so ein schöner Blick in die Kirche hier von Neustadt. Ja, und jetzt hier so eine schöne Straße lang, gehen wir jetzt weiter. Naja, und Katzen gibt's hier auch. Naja,
So, tschüss Katze, wir müssen weiterlaufen. Ja, und durch den Ort fließt hier auch so ein Bach. Und auch gleich der Gondelteich. Ja, auch hier wieder so ein Kneipp-Tretbecken. Das ist ja hier so in den Kurorten überall so. Also verfehlen kann man hier nichts. Steht überall dran. Burggasthof Hohenstein. Hier nochmal. Auf Poppenberg nochmal. Was es alles dort gibt. Hier mal so schön reingeguckt, in den Kurpark. Schon schön angelegt hier. Ja, hier so ein Herrenhaus. 1743 erbaut und bis 1945 in Besitz eines Fürsten von Stolberg. Ja, und da oben präsentiert sie sich nun schon, die Burgruine Hohenstein. Also mit Wandern und Hochsteigen ist es heute nicht so doll, wie die letzten Teile ich beschrieben hatte. Muss ja auch nicht immer. Ja, also Neustadt hat wirklich viel zu bieten. Hier auch so eine Erlebnisausstellung vom Naturpark Harz in Haus des Gastes. Ja, nochmal die Rückfront hier von dem Herrenhaus. Tja, nun der Gondelteich. Hier. Am Nordende von Neustadt. Um die Burg. Finde ich herrlich, die Blattfärbung. Ja, hier kann man erstmal eine richtig schöne Rast machen an den Gondelteich. Ja, hier am Gondelteich ein Kiosk mit Sitzgelegenheit. Ja, jetzt ist noch zu. Ja, die Saison wird jetzt auch natürlich zu Ende gehen. Hier kann man sich auch Boote ausleihen. Ich meine, ich spreche ja auch für das Jahr 2023, wenn es wieder losgeht. Ja. Und da auch noch ein Kinderspielplatz. So, nur aber hoch da. So, hier kann man dann auch noch mal so eine kleine Sehenswürdigkeiten besichtigen. Ja, das Josephinenkreuz von Stolberg ist hier auch noch eine Sehenswürdigkeit. 10,6 Kilometer übrigens bis dorthin. Ja. Dann, wie gesagt, der Poppenbergturm. Ilfeld, wir erinnern uns. Ja, aber jetzt gehen wir hier hoch. Ja, hier so ein Rundwanderweg eben. Ortsteil Osterode. Nicht zu verwechseln mit dem großen Osterode im Westharz. Ja, wir gehen natürlich jetzt hier hoch zur Burgruine. Ja, das sieht ja toll aus hier. Die freistehenden Wurzeln von der Buche hier. Das ist ja ein Highlight.
Ja, jetzt geht es hier mittelmäßig bergauf. So ein Fußweg. Für uns natürlich keine Herausforderung. Ja, hier kommt ja einigen was bekannt vor. Zum Gänseschnabel, 7 Kilometer. Wir erinnern uns Teil 9. Bahnhof Ilfeld, genau. Ja. Ja, den Roland, den haben wir besichtigt. Der liegt nun schon über 1 Kilometer hinter uns. Ja, und jetzt, man sieht es ja gleich oben. Diese Burgstraße hier hoch. Oder Weg. Burgweg. Ja, man muss ja nicht immer nur meine Wanderung verfolgen. Ich will ja auch hier ein bisschen immer zeigen, wie man hier weiterlaufen kann. Also immer wieder der Poppenberg angezeigt. Hier lang. Hier noch einmal eine Übersicht über die Burgen im Südharz. Das ist unsere Burg heute hier. Dann gibt es noch die Illburg bei Ilfeld. Ja. Die Ebersburg. Die Heinrichsburg. Ja. Ja, und unsere Burg hier, also die Burg Hohenstein, Burgruine, 400 Meter über den Meeresspiegel gelegen. Ja, und da ist schon das Eingangsportal von der Burgruine. Gleich da, gleich oben. So, jetzt oben am Burgtor angelangt. Ist denn hier mal so ein Plan? Aber das wird noch was anderes. Das ist nachher unter der Reihe Sehenswertes in Thüringen Teil 5. Will ich dazu dann noch mal ein bisschen was zu sagen. Jetzt gehen wir hier mal ins Burggelände rein. Irgendwo werden sie auch noch hier wohl Eintritt verlangen. Denke ich mal. Burgruine Hohenstein. So, in diesem Video, was jetzt gleich zu Ende geht, zeige ich jetzt nochmal, wie man auch so schön hier so auf Teile von Neustadt blickt. Und dort hinter diesen Höhenzügen dort lugt ein bisschen Nordhausen vor. Ja, die größte Stadt hier in Nordthüringen. Jetzt gehe ich mal nochmal kurz hier. Hier der Biergarten, hier kann man dann eben auch nachher ab 12 Uhr übrigens Mittwoch bis Sonntag schön einkehren. Der ist schon interessant, der Steinbruch dort. Ja, und dann kann man hier so weiterlaufen. Poppenberg auf immer nur 4 Kilometer. Ja, frage ich mich auch, wie das geht. Unten stand 9 Kilometer dran. Aber das ist auch nicht Ziel heute unserer Wanderung. Ja, und mit diesen herrlichen Blicken hier von der Burgruine Hohenstein, hier zeige ich sie nochmal, geht nun der 11. und letzte Teil von Expedition Harz zu Ende. Wie ich schon erwähnt habe, über die Burgruine erzähle ich nachher noch etwas in der Reihe Sehenswertes in Thüringen. Und tschüss.